kiss fire gun. No need someone to lean on. Blow a kiss fire gun. No need someone to lean on. Blow a kiss fire gun. No need someone to lean on. Blow a kiss. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meiner Leseliste Februar. Ich freue mich irgendwie auf den Februar, ist mein Lieblingsmonat, nicht nur deswegen, weil ich Geburtstag habe, sondern keine Ahnung, ich mag dieses Fasching und alles, ich liebe Februar einfach, ich weiß nicht, ist ein schöner Monat, vielleicht auch deswegen, weil ich Geburtstag habe. Ich will es nur mal erwähnen, nicht was. Ich bin noch total müde und chaotisch, es tut mir wirklich leid. Ich möchte 9 Bücher im Februar lesen, ich muss auch gerade mal her. Ich habe mir für den Januar 10 vorgenommen, habe 4 geschafft. Das war natürlich nicht erfolgreich, falls ihr meinen Lesemonat gesehen habt. Aber naja, hoffen wir, dass der Februar besser wird. Im Februar habe ich definitiv auch mehr Zeit zu lesen. Und ja, fangen wir auch einfach gleich an, sonst wird es wieder viel zu lang. Ich möchte im Februar die Müttermafia-Reihe beenden. Und zwar ist das der 3. Teil, Gegensätze ziehen sich aus. Der ist leider auch der dünnste Teil von allen. Was mir sehr das Herz zerreißt, weil ich diese Bücher so liebe. Ach Gott, ja. Aber naja, was soll man machen? Ich bin natürlich sehr gespannt drauf. Ich möchte den Klassentext nicht lesen, weil ich einfach wieder überrascht werden will. Von der Familie, ich weiß, ich vergesse immer diese Namen. Konstanze heißt die Mutter. Nelly die Tochter und der Sohn habe ich auch schon vergessen. Dieser Familie halt, die einfach so witzig ist. Und ihren Freundinnen von Konstanze und ja. Ich vermisse einfach diesen Humor von Kerstin Gier. Und wenn ich dieses Buch gelesen habe, habe ich kein Buch mehr von Kerstin Gier. Das heißt, ich muss ganz schnell, was heißt ganz schnell? Ich brauche wieder ein neues Buch von Kerstin Gier. Sonst überlebe ich das wahrscheinlich nicht lange. Wundert euch nicht, ich bin müde. So, dann kommt ein Thriller. Und zwar Der Augenjäger von Sebastian Fitzek. Das wäre dann mein zweiter Fitzek. Ja, ich liebe Thriller und es ist erst mein zweiter Fitzek. Ist eine Schande, aber... Naja, ich möchte jetzt erstmal keine Bücher mehr bestellen, sondern erstmal lesen, lesen, lesen. Und deswegen müssen die anderen 40 Bücher noch warten. Ich bin ja gespannt, vor allem weil dieser erste Teil der Augensammler ja richtig fies geendet hat. Man hat erfahren am Ende, also das kann man ja sagen, ja doch, man hat ja am Ende erfahren, wer der Mörder ist. Und ja, das wird einfach mal so in den Raum gestellt. Und jetzt bin ich nämlich gespannt darauf, wie das alles weitergeht, da man weiß, wer es ist. Ob sie ihn fassen, ob sie ihn nicht fassen. Ich hoffe doch. Und ja, bin ich gespannt drauf. Ja, dann auf jeden Fall hoffentlich beenden werde ich mal Sturz der Titan von Ken Follett. Da bin ich auf Seite 560. Ich habe 300 Seiten, also im Januar gelesen knapp. Ich war ja auf 200... Ja, nee, dann habe ich 200 irgendwas Seiten gelesen, keine Ahnung. Ich hoffe wirklich, dass ich diesen Monat beenden kann, dass ich mal so einen Schub habe und wieder 200 Seiten lese in 3 Tagen oder so, weil das habe ich beim ersten Mal auch geschafft, nur dann habe ich das Buch halt nicht mehr in die Hand genommen. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich es mal beenden werde. Wenn nicht, ist es spätestens im März hoffentlich durch. Ich tue mir ganz schön schwer mit so dünn geschriebenen, dicken Geschichtsbüchern, obwohl es total spannend ist, kann ich wirklich nur so... zu 100 Seiten lesen oder 50 an einem Tag, auch wenn ich schon viel mehr Zeit habe. Ich kann einfach nicht weiterlesen. Ich muss dann etwas Lockeres lesen, damit ich mal abschalten kann und wieder neue Informationen zu sammeln, weil das ist ja eigentlich wie ein Geschichtsbuch aus dem Unterricht, nur mit halt, nur mit Spaß beim Lesen, mit einer Geschichte hinten dran und, also einer erfundenen Geschichte, fiktiv halt und, das ist ja im Geschichtsunterricht nicht so, aber Geschichte war eigentlich immer meine Lieblingssache. Aber ist ja auch egal. Ich kann es halt einfach nicht. Und dann will ich noch beenden Schattenstunde von Kelly Armstrong. Das lese ich auch aktuell. Das werde ich auch erstmal beenden, bevor ich irgendein neues Buch anfange. Vor allem, weil ich nur noch knapp... Wie viele Seiten hat das denn genau? Hat 400... Ah ne, das ist schon der zweite Band. Hat 403 Seiten und ich bin jetzt auf 218. Also sogar nur 100 irgendwas Seiten noch. Ja. Ist ja machbar. Werde ich sogar vielleicht heute auslesen, denn ich habe ja den ganzen Tag Zeit. Da mein Freund erst irgendwann heute Nacht nach Hause kommt von der Arbeit. Ja, muss heute den ganzen Tag arbeiten. Und ja.
Dann beenden auf jeden Fall diesen Monat will ich auch noch Winterwassertief von Lilly Lindner. Das sind nämlich nur noch 206 Seiten, die ich lesen muss. Und dieses Buch ist riesengroß geschrieben. Und eigentlich hätte ich es schon 5-mal auslesen können. Aber vielleicht kennt ihr das ja einfach. Ich kann nicht oft so Bücher lesen, die so krass an die Psyche gehen. Und das geht ja wirklich krass an die Psyche, meiner Meinung nach. Und ich habe Splitterfaser nackt vor 4-5 Monaten gelesen. Ja, okay, ist schon lange her. Ich sollte es einfach mal probieren, weiterzulesen. Und das werde ich auch definitiv nach Schattenstunde von Kelly Armstrong machen. Und dann kommt wieder ein Thriller, und zwar Todesfrist von Andreas Gruber. Darauf habe ich nämlich tierisch Lust. Und bin schon gespannt. Jetzt habe ich gar nicht gesagt, welche Bücher Teil einer Challenge sind, gell? Entschuldigung. Ja, das kann ich ja auch im Lesemonat dann sagen für den Februar. Dieses ist auf jeden Fall Teil meiner 2016-Challenge, also wo man immer Gegenstände zu dem Anfangsbuchstaben von 2016 finden muss. Also zu den einzelnen Buchstaben vom Wort 2016 muss man immer einen Gegenstand, eine Emotion, irgendwas auf dem Cover halt finden. Und dann nehme ich halt das S von 2016 für Schere. Und ja, dann für meine Oldie but Goldie Challenge, also für die Klassiker Challenge von mir, habe ich mir gekauft Der Krieg der Knöpfe. Und zwar ist das ein Jugendklassiker, wo es irgendwie darum geht, dass ich fand es ziemlich witzig, dass zwei Dörfer in der Schule sich immer gegenseitig die Knöpfe von den Jacken abschneiden, damit sie zu Hause Ärger bekommen oder irgendwie sowas. Und ja, ich fand, es hat sich ziemlich witzig angehört. Hat auch nicht viele Seiten, ist leider relativ dünn geschrieben und ist irgendwie in 3 Bücher aufgeteilt, obwohl es so dünn ist. Und ich habe gedacht, ich fange erstmal mit einem Jugendklassiker an, bevor ich an die harten Klassiker rangehe. Danach würde ich gerne nämlich Jane Eyre lesen, was ich mir vielleicht im Februar schon zulegen werde, wenn mir das Buch hier zugesagt hat. Weil ich will dieses Jahr wirklich viel mehr Klassiker lesen. Dann ein Buch, was auf meiner Lovely Books Challenge ist, und zwar Bienensterben von Lisa O'Donnell. Das wird, glaube ich, als nächstes dann dran sein also nach Winterwassertief, weil ich so gespannt darauf bin, weil hier geht es ja um 2 Schwestern, die Geburtstag haben. Sie werden 15, heute habe ich Geburtstag, heute werde ich 15, heute habe ich meine Eltern im Garten begraben. Und ich finde, das hört sich so super an und auch das Cover finde ich persönlich ziemlich cool, dieser Pink mit Orange-Effekt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich das dann lesen. Und als letztes will ich dann lesen Mein Leben für dich von Annette Moser. Ich will es einfach hinter mich bringen, weil ich überhaupt null Bock auf dieses Buch habe. Ist aber auch auf meiner Lovely Books Leseliste steht. Und ich mir so insgeheim irgendwie vorgenommen habe, obwohl ich das niemals einhalten kann, vor allem weil ich ja auch an einer anderen Challenge noch teilnehme, dass ich erstmal die Bücher alle lesen will, die auf dieser Liste stehen, bevor ich mir richtig wieder neue Bücher kaufe. Obwohl ich ja an einer Challenge teilnehme, wo ich jeden Monat mindestens ein Taschenbuch kaufen muss. Könnt ihr euch mal auf meinem Blog durchlesen, kann ich aber unten verlinken, warum ich da mitmache. Und ja, das möchte ich dann halt auch noch lesen, damit ich es hinter mir habe. Eigentlich sind das ja alles relativ dünne Bücher, weshalb ich die Hoffnung habe, dass ich das wirklich schaffen kann. Und ja, dann würde ich sagen, ziehe mir aus meinem Subglas noch so ein, ich habe jetzt mal Sub ausgedruckt und da reingemacht, damit man das sieht, dass das mein Subglas ist. Ich sollte vielleicht mal schütteln. Ich hoffe, es ist ein Buch, was nicht allzu dick ist. Obwohl, ich habe ja wirklich nur dünne Bücher. Das einzigste dicke ist das von Ken Follett, ne? Ich habe auch mein Subglas diesmal erneuert. Ich habe alle... Ja, komm, schnupper noch dran. Ich habe alle Bücher ausgedruckt in einer Liste, in so einer Excel-Word-Tabellen-Dingsbums. Und habe sie dann ausgeschnitten. Jo. Im Tal des Fuchses, aber das ist ja kein Problem. Von Charlotte Ling. Das wollte ich diesen Monat eigentlich auf meine Leseliste tun. Hab da gedacht, nee, das ist voll dick, das lassen wir mal. Naja, egal. Dann hätte es vielleicht doch sein sollen. Also soll es anscheinend sein. Und ja, das war meine Leseliste, meine Lieben. Schreibt mal, wie viel ihr diesen Monat lesen wollt. Und ob ihr vielleicht ein Buch von diesen meinen Büchern, die ich lese, diesen Monat auch lesen wollt. Und dann sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dann. Ich wünsche euch noch einen schönen festlichen Tag, falls ihr dieses Video noch über online kommt. Schaut es ja wieder. Tschüss, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal.